Hallo, keine Sorge, ich mache gleich weiter mit meinen 100.000 To-Do-Listen und 10 Milliarden E-Mails im Posteingang. Jetzt gibt es aber erstmal das erste kostenpflichtige Gambio-Modul im Jahr 2020. Es ist unglaublich, wir haben Ende August, ich war nicht im Urlaub, gar nichts. Es gab einige kostenlose Module, ja. Und die Vorabversion der Suche nicht zu vergessen, aber trotzdem stimmt da irgendwas nicht. Das Modul heißt Produktverfügbarkeit und wie der Name schon sagt, geht es darum, dass sich Interessenten informieren lassen können per E-Mail, wenn ein zuvor ausverkaufter Artikel wieder verfügbar ist. In Gambio gibt es verschiedene Möglichkeiten, mit ausverkauften Artikeln umzugehen. Sie auf inaktiv zu setzen oder zu löschen ist natürlich eine Option, wenn ungewiss ist, ob der Artikel irgendwann mal wieder lieferbar sein wird oder schon feststeht, er wird nicht wieder lieferbar sein. Wenn allerdings zu erwarten ist, dass der Artikel wieder verfügbar sein wird, sollten Sie ihn aus zweierlei Gründen auf keinen Fall auf inaktiv setzen. Denn was passiert? Ein einfacher ausverkaufter Artikel, inaktiv. The requested page could not be found. Das sehen Interessierte am Artikel, die über Google auf selbigen aufmerksam geworden sind. Google sieht das auch. Sie haben keine Chance, mit dieser Artikelseite ein vernünftiges Ranking zu erreichen. Und kein Mensch kann ahnen, dass dieser Artikel möglicherweise mal wieder verfügbar sein wird. Dann zeige ich Ihnen noch eine Option, von der ich nicht gedacht hätte, dass sowas möglich ist, wenn Sie bei den Lagerverwaltungsoptionen Lagerbestand vor dem Warenkorb prüfen, deaktivieren, das Einkaufen nicht vorrätiger Artikel auch nicht erlauben, dann sieht das so aus. Der Artikel ist nach wie vor ausverkauft, entsprechend gekennzeichnet. Man kann ihn in den Warenkorb legen und im Warenkorb, ich finde das Handling nach wie vor unterirdisch hier, ist man gezwungen, ihn wieder aus dem Warenkorb zu entfernen. Das sind also die meiner Meinung nach zwei besten Möglichkeiten, potenzielle Kunden auf Nimmerwiedersehen zu vergraulen. Bessere Optionen gibt es zwei. Und zwar könnten Sie das Einkaufen nicht vorrätiger Artikel erlauben, zugunsten einer längeren Lieferzeit für den Artikel. Hier ist bereits eingestellt, 4 bis 6 Wochen. Das ist durchaus eine praktikable Option. Eine so hohe Lieferzeit birgt jedoch eine Ungewissheit in sich und schreckt mit Sicherheit viele Kunden ab, den Artikel zu kaufen. Warum nicht stattdessen den Artikel ganz normal im Sortiment behalten, als ausverkauft kennzeichnen, um transparent zu sein und Frust zu vermeiden, jedoch mit einer Bitte benachrichtigen Option versehen? So können sich potenzielle Kunden, Interessenten am Artikel ganz einfach per E-Mail informieren lassen, sobald der momentan vergriffene Artikel wieder lieferbar ist. Das Modul hängt sich ganz einfach an das Sold-Out-Ribbon, das Gambio ohnehin schon anzeigt, dran. Überall, wo das erscheint, erscheint auch der Bitte benachrichtigen-Button. Also hier in der Kategorie Listenansicht, aber auch in der Kachelansicht und natürlich dem Artikel selbst. Wie der Name einfacher ausverkaufter Artikel bereits suggeriert, gibt es auch einen Variantenartikel, bei dem nur eine bestimmte Variante nicht lieferbar ist, nämlich die Farbe Gold. Und auch hier zeigt das Modul den Bitte benachrichtigen-Button. Ein Interessent wird dann also informiert, wenn der Artikel in der gewünschten Eigenschaftenkombination, in dem Fall Gold, wieder verfügbar ist. Damit sich das Modul an die Gambio Sold Out Ribbons dranhängen kann, müssen diese zunächst aktiviert sein. Das ist Voraussetzung im Gambio Admin Menü unter Darstellung Template Einstellungen, unter Artikel Übersicht Artikel Ribbons aktivieren. Und außerdem explizit, ich meine, das ist im Standard so, im Style Edit unter Bereiche, Produkte, Ribbons, das Ribbon ausverkauft anzeigen. Das Modul fügt sich natürlich nahtlos in Ihren Gambio Admin-Bereich ein, zwecks Administration, vor allen Dingen Information.
Und zwar mit dem neuen Menüpunkt Produktverfügbarkeit. Hier zunächst die Übersicht mit nach Status unterteilt, wie viele Benachrichtigungen sind aktuell in der Datenbank gespeichert. Einmal tabellarisch, einmal als Tortendiagramm. Unterteilt nach Artikel, welche ausverkauften Artikel sind die begehrtesten. Was, wenn Sie ein eigenes Lager führen, natürlich von Interesse sein kann, um die Anzahl beim Großhändler nachzubestellender Artikel zu bestimmen. Und als Flächendiagramm dargestellt der zeitliche Verlauf der Verfügbarkeitsbenachrichtigungen, wie viele sind vorhanden, also wie wird die Funktion angenommen und wie viele sind verschickt. Natürlich können Sie auch die Benachrichtigungen selbst einsehen mit der obligatorischen Suche nach Kunde, wobei der Kunde nur zur Verfügung steht, wenn die Benachrichtigung tatsächlich an einen registrierten Kunden gehen soll. Natürlich haben auch Gäste durch Eingabe ihrer E-Mail-Adresse die Möglichkeit, die Benachrichtigung zu aktivieren. Der zugrunde liegende Artikel, gegebenenfalls mit der gesuchten Eigenschaftenkombination, die E-Mail-Adresse, an die Benachrichtigung gehen soll. Und als Optionen können Sie den Status ändern, warum auch immer Sie das tun sollten, oder die Benachrichtigung löschen. Außerdem steht eine Exportfunktion zur Verfügung, um die Benachrichtigungen gegebenenfalls mit einem Tabellenkalkulationsprogramm aufzuarbeiten oder für den Import in einem CRM oder E-Mail-Dienst. Verfügbare Einstellungen sind den Datenschutz betreffend, ob ein Double Opt-in-Verfahren erforderlich ist, um die Benachrichtigung bei Wiederverfügbarkeit zu erhalten, in welcher Form auf die Datenschutzhinweise im Benachrichtigungsmodal hingewiesen werden soll, also entweder gar nicht oder nur anzeigen oder auch noch die Zustimmung einholen durch Aktivieren eines Kontrollkästchens. Und ganz wichtig, natürlich erfolgt der Versand der Benachrichtigungen und die Prüfung des aktuellen Lagerbestands automatisch anhand eines Cronjobs, den Sie einmalig einrichten. Die im Auslieferungszustand enthaltenen E-Mail-Vorlagen können Sie natürlich auch bearbeiten. Dabei stehen verschiedene Platzhalter zur Verfügung. Die Bestätigung ist nur relevant, wenn Sie vom Double Opt-in-Verfahren Gebrauch machen. Die Bearbeitung des Mail-Textes erfolgt über die Gambio Bordmittel im Admin-Menü unter Kunden, E-Mails, E-Mail-Vorlagen und auch die auf der Seite, vor allen Dingen im Modal verwendeten Texte, können Sie natürlich anpassen im Gambio Admin-Menü unter Toolbox Texte anpassen mit der Phrase WM-PV finden Sie alle vom Modul verwendeten Texte. Deutsch und Englisch sind im Auslieferungszustand enthalten. Weitere Sprachen natürlich hinzuzufügen. Die Gambio Produktverfügbarkeit ist also eine wunderbare Möglichkeit, um Kunden zu binden, die andernfalls möglicherweise zur Konkurrenz gewechselt wären, und ihre Verkaufszahlen zu erhöhen.